So, da hat sich leider kurzerhand mein Umsee hat sich geweigert. Ja, bei mir zum Glück nicht. Nächste Haltestelle, Bramsfeld. Ich guck jetzt mal, wo ich jetzt gerade stehe. Wo ich hinkomme. Erlengrund. Ja, richtig. Da warte ich eigentlich jetzt gerade auf dich. Ja, da habe ich eine Minute Verfrühung. Ja, die Straßen sind eigentlich noch enger und der Bus braucht eigentlich in der Wirklichkeit. Also die Fahrpläne sind alle nach realen Fahrplänen. Der braucht da eigentlich etwas länger durch, weil das eigentlich eine Hauptstraße nach Gelsenkirchen ist, diese enge Straße. Oh. Und da ziemlich viel Gegenverkehr kommt. Ja, ist ungut. Ja, wenn du am Erlengrund bist, siehst du diese Brücke da? Geh mal in der Außenansicht. Ja, die da drüber geht, ja. Ja, da ist ein Schild dran. Und das habe ich einfach nur mal für mich gemacht, beziehungsweise wer es sieht, der ist dann schön, dass es da ist. Sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt noch in die Karte mit eingefügt habe. Oh, jetzt habe ich es aber irrtümlicherweise gezeigt. Ja, das ist nicht schlimm. Also hier, Söta, die schönste Stadt der NRW, müsst ihr jetzt an der Ausfahrt 11 abfahren. Genau, einfach Ausfahrt 11 und ihr seid in Gladbeck. Das ist so. Die A52. So, jetzt bin ich wieder zeitkonform, aber ich fahr weiter. Ja. Ja, das hier rechts eigentlich auch ist, wo du die Autobahnmauer siehst. In NRW ist ja die A52 oder die W224 ziemlich bekannt geworden, dass hier ein Autobahntunnel unter der Innenstadt komplett gebaut werden soll. Ja. Oder beziehungsweise durch die Stadt durch. Und das sollte hier alles schon unter der Erde sein eigentlich. Also das soll in Zukunft kommen. Das ist aber hoch umstritten. Die Stadt will es oder wollte es. Und da fährt gerade der Lind bei mir oben über die Brücke. Bei mir fährt da gerade gar nichts. ja, bei mir, wie gesagt, kurz eben der Lind. Ja, und das sollte zur Autobahn ausgebaut werden. Also das ist genau hier der Übergang zwischen A52 und B224. Und also da ist jeden Tag um die 16 Kilometer Stau. Und das ist für die Pendler also die reinste Katastrophe hier. Das stimmt allerdings. Das kann ich nur bestätigen. Ich komme ja auch in etwa aus der Gegend. Ja, also es ist wie ein Nadelöhr und das geht mitten durch die Stadt durch und das sollte halt zur Autobahn ausgebaut werden. Ob es irgendwann jetzt wirklich dann kommt und dann auch unter die Innenstadt oder beziehungsweise unter die Stadt geht, das ist alles noch offen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das nicht mehr gewohnt, mit so einem kurzen Bus zu fahren. Ich hole viel zu weit aus. Komisch, plötzlich passt der Bus überall durch, ne? Ja. So, ich bin jetzt an der Ringeldorfer Straße. Bin ich gerade losgefahren. Gut, dann fährst du jetzt über, oder müsstest du jetzt halt über diese besagte B224 kommen. Jetzt Schlachthof vorbeigefahren. Ah, okay, sogar noch weiter. Ja, wenn da steht 50, dann fahre ich 50. Ja, mein... Immer in hier, der kommt nicht so aus der Pötte. Nächste Haltestelle: Oberhof. Traurigerweise. Ja, hoffen wir mal, dass es Omsi jetzt mal nicht wieder abkackt. Das ist echt ein bisschen peinlich. Das hatte ich noch nie gehabt. Ja, das ist seit dem neuen Patch halt, ne? Der jetzt, der heute rausgekommen ist. Oder gestern war es, ich bin mir nicht sicher. Gestern war es, ja. Gestern, ja, gut, okay. Also wenn ihr das seht, vorgestern. Ja, also es war, es hat selbst meine Karte, obwohl ich, wie gesagt, diesen eigentlich einen guten Rechner habe, habe selbst ich Probleme mit meiner Karte gehabt. Mittlerweile geht's, weil ich die Kacheln halt, wo die Teils halt runtergestellt habe. Aber es ruckelt ab und an immer noch. Das war vorher alles bei mir nicht. Ja, es ruckelt jetzt bei mir aber auch extremer als vorher. Ja. Das merkt man auch deutlich. An einigen Stellen vor allem. Ja, was wir hier, also bist du schon am Oberhof? Ja, jetzt gerade angefahren. Was wir hier geändert haben generell, es gab ja von Version 2.0 gab es zu 2.02 gab es ein riesen Performance-Problem mit der Karte.
lange gesucht habe ich auch dafür, warum plötzlich der Performance oder die Performance so eingebrochen ist, bis mir dann aufgefallen ist, dass diese digitalen Anzeigen erheblich viel Performance verbrauchen. Das sind die Daisy-Anzeigen, oder? Ja, genau. Ja, die hier, die jetzt ganz groß drin stehen. Und die waren das Hauptproblem für diesen Performance-Abbruch. Und eigentlich sind diese Dinger sehr schön. Oder ich finde sie zumindest sehr schön. Du musst im Übrigen Pause machen am Oberhof, ne? Nicht, dass ich das, nicht, dass du das überliest. Ich muss Pause machen? Ja. Das steht da nicht. Meine IBIS sagt 06. Ja, du musst ab und an mal oben in deinen Zettel gucken. Da steht extra mit Pause mit dabei. Bei den Zeiten. Mein Zettel. Gucken wir mal, Oberhof, ich habe keine Pause da. 12.27 Uhr, 12.34 Uhr. Also ich habe immer 5 Minuten oder 4 Minuten halt Pause ist in der Regel hier an dem Oberhof. Das gleiche auch am Goetheplatz. Also wenn du dann mal Verspätung haben solltest, kannst du die gut wieder rausholen. Ja, ich bin jetzt aber pünktlich. Okay. Ja, also diese Anzeigen haben wir dann halt von diesen Haltestellen wieder entfernt. Die sind jetzt nur noch an zentralen Punkten. Wie zum Beispiel in Oberhof? Wie zum Beispiel der Oberhof, genau. Am Goetheplatz haben wir sie auch entfernen müssen. Am Marktplatz leider auch, aber ich glaube am Zwecklermarkt haben wir sie noch, oder habe ich sie noch gelassen. Und an der Burastraße halt auch noch. Und an Xantener Straße von der 255. Ansonsten mussten wir die leider machen, oder leider entfernen, durch die Performance halt. Ja, was ja nicht weiter tragisch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du sagst die ganze Zeit wir, und das möchten natürlich auch meine Abonnenten wissen, was das wir jetzt zu bedeuten hat. Ja, also ich bin eigentlich ein Ein-Mann-Team. Jetzt habe ich aber jedoch eine Kooperation noch abgeschlossen, und zwar einmal mit der MHK-Software. Und sie wollten unbedingt meine Karte auf ihre Homepage stellen und auch vertreiben dadurch. Und da haben wir dann halt ziemlich viel abgesprochen in Gemeinsamkeit. Plus wir haben noch zwei Beta-Tester, die eigentlich immer die Karte testen, weil ich selbst fahre ungerne. Ganz kurz, und, ganz kurz. Ja. Ich sehe hier an der Kreuzung, die hier vorne ist, ne, wo man dann links abbiegt. Die Brücke rauf. Ja, wir sind ja vorhin links abgebogen rein zum Oberhof und jetzt fahre ich ja rechts wieder raus. Und bei der Ampel, ganz links, ja, ist ein Busschild da unten. Und das ist, liegt aber so am Boden da. Ja, ich muss ehrlich schon gestehen, bei mir ist es nicht mehr. Ich hab's schon gefunden. Das lag daran, das sollte eigentlich ein... Das untere Schild sollte eigentlich ein Schild sein für alle Fahrzeuge verboten, also die Einfahrt. Ja. Außer Busse frei. Und ja, ich hatte irgendwie beim Copy-Paste oder so, habe ich dann aus Versehen wohl das Schild mit entfernt und habe daraus ein Busschild gemacht. Also Leute, ihr seht, ich habe es nicht niedergemäht beim Einbiegen, ja? Ja. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ah, scheiße. Das kannst du mir doch nicht antun. Ach Quatsch. Das schaffst du schon. Ja, ich schaffe alles niederzureißen, ist richtig. So, da kommen wir ja bei der nächsten Kreuzung, die dann gleich direkt kommt. Habe ich auch noch einen kleinen Kreditpunkt vielleicht an dieser Stelle? Jetzt meinst du aber die Kreuzung mit der Brücke, ja? Ja, die hinter der Brücke. Genau, da geht's ja geradeaus Richtung Brücke dann. Ja, genau. So, Richtung Tunnelstraße, Hermannstraße. Ja. Ah, Hermannschule. Richtig. Wenn man jetzt genau an dem Haltepunkt steht, ja, sieht man die Ampel nicht mehr. Ach doch, rechts. Entschuldigung, ich bin auch schon blöd. Ich hab nichts gesagt. Okay. Da müsste sogar ein kleines A aufleuchten für Anforderung. Ja, tut es. Ja. Hier ist es generell so, um sich die Ampeln oder die Busspuren zu sparen, hat man es hier in Gladbeck so gemacht, dass man einfach immer über die Ampel noch ein A drauf, oder bei uns ist es eigentlich ein K, draufsetzt und dann die Busse bevorrechtigt. Ja, davon merke ich aber gerade nichts. Ja, auf dieser Karte ist das eher
einfach nur Deko, dieses A. Super, da kann ich ja lange warten. Ja, die A, das, also wenn es über die Ampel ist, ist es Deko. Egal, wir kommen auch so berufen, ne? Ja. Also eigentlich sollte man das auch in der geplanten Zeit schaffen. Ja, ich habe ja 2-3 Minuten Verfrühung jetzt. Das schafft man locker. Ja, durch Oberhof, ne? Du hast die Pause nicht gemacht, ne? Ja, das könnte sein. Ja. Also ich stelle, wenn man die Pause nicht macht, dann sollte, oder ich stelle sie halt dann immer vor die Zeit, halt bis die Pause Ende ist. Dann ja, aber ich mache die Pause erst gleich am Kotenplatz, ist auch gut. Ja. Das ist mittlerweile im Übrigen der wirkliche zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Busse. Es war mal der Oberhof. Der Oberhof ist mittlerweile in der Wirklichkeit, also in der Realität, mittlerweile sehr verkommen. Bekommt jetzt aber endlich mal ein Update. In 2-3 Jahren bekommt ein riesiges Dach, ein riesiges Glasdach und also wird halt dem modernen Stand halt angepasst. Da sind die Haltestellenschilder auch noch zu hoch. Viel zu hoch. ach so, ja gut, okay. Ja, ich habe die neue Version noch nicht. Also, wie gesagt, es ist jetzt nur Stand jetzt, was ich jetzt gerade sehe. Ja, die sind bei mir aber auch noch hoch, die 4. Also auf beiden Seiten. Ja. Aber ist ja egal, also nur so kann man dann auch irgendwelche Fehler sehen, ne? Wenn man sie selber mitfährt, ne? Das ist wirklich so, also wo ich dann das eine oder andere Let's Play gesehen habe, konnte ich auch viel korrigieren und verbessern. Wenn man die Beta-Tester, die leisten natürlich auch super Arbeit, aber die sehen auch einfach nicht alles, ne? Und jeder hat ja auch noch seine andere Meinung oder seine eigene Meinung zu gewissen Problemen. Zum Beispiel wie dem Kreisverkehr, das ist ja das Dauerthema unserer Karte, scheinbar. keiner kommt mit diesen Kreisverkehren klar. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon alles getan habe, um zu versuchen, den Leuten zu helfen, wie dieser Kreisverkehr funktioniert. Also so sieht er mittlerweile schon in der Wirklichkeit gar nicht mehr aus. Ich habe so viele Schilder jetzt schon dahin gebaut, dass man wirklich auch weiß, okay, der reinfährt, hat definitiv Vorfahrt. Ja. Es ist komischerweise nämlich nicht so, wie an anderen Kreisverkehren, dass der innere Kreis halt den Vorrang hat. Also dass der äußerstehende Verkehr oder außenstehende Verkehr warten muss. Also ich hab's, anfangs hab ich gar keine Schilder gemacht, so ist es zumindest in der Realität, dann muss dieser Kreisverkehr nicht beschildert sein, dann gilt ganz normal rechts vor links. Und dann habe ich irgendwann schon diese Vorfahrt-Achten-Schilder gebaut an jeder Ecke, dass man weiß, okay, man muss warten. Das wurde auch gekonnt ignoriert, dann habe ich jetzt schon Linien auf dem Boden gezeichnet. Das stimmt, ja. Das wurde auch gekonnt ignoriert und jetzt habe ich Vorfahrtsschilder noch hingebaut. Also jetzt weiß ich auch echt nicht mehr, was ich noch tun soll. An dem Vorrangegebenschilder sind drin, ja. Ja, ich habe sogar an dem Kreisverkehr auf der anderen Seite, also da, wenn du wieder Richtung Oberhof fährst, habe ich sogar ein riesen Vorfahrt-Achten-Schild auf dem Boden nochmal gemacht. Ja, das stimmt. Also, ich weiß wirklich nicht, was so schwer ist, diesen Kreisverkehr zu verstehen. Also da war ich doch etwas enttäuscht gewesen eigentlich. Eigentlich dachte ich immer, die Leute aus OMSI, die kennen die Verkehrsregeln hin- und auswendig. Nein, leider nicht. Das ist ja das Problem. Scheinbar ist es doch nicht so. Also wenn ich ein Vorrangegebenschild sehe hier bei der Einfahrt zum Kreisverkehr, dann heißt das für mich, ich muss warten. Bei der Einfahrt ein Vorfahrtsschild und du musst warten? Ja, nee, Vorrang geben, Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, wenn man reinfährt, da ist ja dieses Vorfahrtzeichen an dieser Kreuzung. Dann sollte eigentlich jeder wissen, okay, man hat Vorfahrt, wenn man reinfährt. Das stimmt. Oder ich hoffe es zumindest. Also noch mehr Schilder will ich jetzt nicht an dieser Kreuzung bauen. Ja, hat ja auch keinen Sinn irgendwie, ne? Wie viele Schilder willst du denn noch hinklatschen hier? Ja, also ich weiß auch nicht mehr. So, ich bin jetzt losgefahren vom Goetheplatz. Ja, ich auch. Bin beim Kreisverkehr schon durch. Ja, ich jetzt den auch. Den besagten. Gerade mal. So, Hölderingstraße.